Jetzt für die Fraktion Die Linke unser Kollege Steffen Bockhahn. Bitte schön, Kollege Steffen Bockhahn. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Ministerin, ich muss zugeben, ich habe heute von Ihnen schon zwei Enttäuschungen erlebt. Und das hatte ich sehr lange nicht. Da muss keiner Mitleid haben. Ich habe Sie immer für eine Linksliberale und für eine Verteidigerin der Bürgerrechte gehalten. Aber Ihre Rede heute Morgen hat diesen Glauben bei mir zugegebenermaßen schwer erschüttert. Und dass Sie eben in Ihrer Rede den Kollegen Petermann aus meiner Fraktion entweder so bewusst missverstehen wollten oder ihn so bewusst missverstanden haben, ist für mich das nächste Problem. Denn natürlich hat er nicht von Ihnen verlangt, dass Sie sich in die Justiz einmischen sollen. Darum ging es überhaupt nicht. Das hat er auch nicht gesagt. Er hat aber sehr wohl gesagt, und das finde ich völlig zu Recht, dass man von einer Justizministerin erwarten darf, dass sie sich mal dazu positioniert, ob es richtig ist, dass Menschen, die friedlich sich für Demokratie und Freiheit und Toleranz einsetzen, auch bei Anti-Nazi-Demos, dass die kriminalisiert werden. Dazu hat er von Ihnen eine Stellungnahme verlangt, und die sind Sie schuldig geblieben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben heute schon viel über die Opfer des rechtsextremen Terrors in Deutschland gesprochen. Und die Ministerin hat auch schon auf die Möglichkeit der Entschädigung durch das Justizministerium hingewiesen. Der Fonds wird jetzt wieder auf 1 Million erhöht, und das ist gut so. Schlecht ist der Mittelabfluss aus diesem Fonds, und das hat verschiedene Ursachen. In diesem Jahr ist de facto so gut wie noch kein einziger Cent aus dem Fonds abgerufen worden, beziehungsweise ist der Fonds nach wie vor prall gefüllt mit 1 Million Euro. Nun könnte man sagen, das ist eine gute Nachricht, weil das Geld nicht erforderlich ist. Das ist natürlich nicht die Wahrheit. Erstaunlich ist aber die niedrige Zahl der Anträge insgesamt. Wir reden da zwischen 120 und etwa Mitte 80 in den letzten 3 Jahren. Und es gab auch immer eine relativ hohe Bewilligung. Etwa 2/3 bis 3/4 der Anträge wurde stattgegeben, aber die Auszahlungen sind wegen der Beweispflicht für die Opfer, dass sie eben Opfer einer extremistischen Straftat geworden sind, ziemlich schwierig. Und die Auszahlungssummen, die da gezahlt werden, die sind dann doch eher gering. Das Problem dabei ist vor allen Dingen die Frage dessen, wann eine Straftat tatsächlich eine politisch motivierte Straftat ist. Das ist eine Frage insbesondere der Statistiken, die geführt werden in der Bundesrepublik Deutschland. Auch das war heute Vormittag schon mehrfach das Thema. Und insofern ist es auch gut, dass der Bundesinnenminister natürlich schon da ist. Denn das betrifft natürlich auch seinen Bereich ganz intensiv. Die Frage steht also, wann ist eine Straftat in Ihrer Statistik der Bundesregierung eine rechtsextreme Straftat? Die Linksfraktion hat dazu eine große Anfrage gerade gestellt, und am 27. September diesen Jahres gab es die Antwort auf Drucksache 17/7161 zum Nachlesen. Auf Seite 21 stehen dann die wirklich relevanten Dinge, die ich Ihnen mal wie folgt übersetzen möchte, was da steht. Da steht, wenn ein offenkundiger Nazi ein paar Mal Bier im Späti geklaut hat, ist er ein Ladendieb im Bereich der Allgemeinkriminalität. Das ist natürlich auch logisch, denn Bierklauen ist keine rechtsextreme Straftat. Wenn dieser Nazi dann aber eine schwere Straftat begeht im Bereich der politisch motivierten Kriminalität, zum Beispiel indem er einen Migranten zusammenschlägt, dann taucht er in der Statistik nicht als politisch motivierter Straftäter auf, denn in Ihrer Statistik ist er schon als Allgemeinkrimineller festgeschrieben. Das heißt also, dass das Opfer dieses Nazis zwar aus politischen Gründen von dem Nazi zusammengeschlagen wurde, aber in Ihrer Statistik kein Opfer einer politisch motivierten Straftat ist, weil es ja in Ihrer Statistik schon das Opfer eines Allgemeinstraftäters ist. Damit entgeht aber dann dem Opfer auch die Möglichkeit, Leistungen aus dem Härtefallfonds zu beziehen. Meine Damen und Herren, was brauchen Sie eigentlich noch, um eine rechtsextreme Straftat auch als eine solche zu erkennen? Muss denn der Täter wirklich in der einen Hand die Waffe halten und mit der anderen eine Hakenkreuzfahne schwenken? Das kann doch nicht Ihre Absicht sein. Wir brauchen endlich eine ehrliche Statistik, und wir brauchen opferfreundlichere Auszahlungskriterien für den Fonds. Das Ausmaß rechter Gewalt in Deutschland ist erschreckend, und es kommt jeden Tag ein Stück mehr zutage. Und wir alle wollen, dass die Opfer unterstützt werden und auch ihre Angehörigen. Und es geht natürlich nicht nur um die Angehörigen von Todesopfern. Es gibt so viele Verletzte, und auch denen stehen Hilfeleistungen zu. Und deswegen beantragt die Fraktion Die Linke nicht nur die Aufstockung auf 1 Million, sondern auf 3 Millionen Euro. Wir fürchten, dass auch das immer noch zu wenig wäre. Aber ich denke, es wäre ein Schritt in die richtige Richtung. Und vor allem brauchen wir natürlich eine neue Richtlinie für die Auszahlung aus diesem Fonds. Lassen Sie mich noch kurz zu einem zweiten Thema kommen, das ich ausdrücklich, meine Damen und Herren, ausdrücklich nicht in einen Sinnzusammenhang stelle. In den vergangenen Jahren wurden große Anstrengungen unternommen, um die Geschichte des Auswärtigen Amtes während der NS-Diktatur aufzuarbeiten.
Zweifelsfrei wurden in diesem Bereich im Justizministerium schon einige Vorarbeiten geleistet, aber eine unabhängige Untersuchung der Rolle des Justizministeriums in der NS-Zeit liegt bis heute nicht vor. Sie wäre aber wichtig, weil wir alle wissen, dass die Justiz in der Zeit eine unrühmliche Rolle spielte. Eine Konferenz ist für 2012 vorgesehen. Das ist gut, aber leider nicht genug. Und seien wir konsequent und stellen wir die Mittel bereit, nun objektiv und wissenschaftlich die Geschichte des Justizministeriums in der Zeit der NS-Diktatur aufzuarbeiten. Eine stärkere Initiative dazu des Hauses wäre wünschenswert. Und das Gleiche kann man auch schon wieder sagen, gilt auch für das Innenministerium. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Kollege Steffen Bockhahn.